Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In den letzten Folgen haben wir die Dieselloks erforscht, genauso wie haben wir ein neues Depot gebaut. Wir haben hier eine Steinschneiderei aufgebaut. Durch den Bahnhof fahren immer noch die Bahnzüge durch, das ist relativ uncool. Und wir transportieren Steine von A nach B. Hier kommt zum Beispiel eine unserer Steinlieferungen vorbei wieder. Die echt ein bisschen übertrieben, glaube ich, sogar rein theoretisch ist. Aber sie funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Wir brauchen aber rein theoretisch noch einen Steinabnehmer. Kohle hätten wir hier, aber das ist... Oh nee. Was wollen die da? Glasröhren. Entschuldigung, wir haben aktuell keine Glasröhren auf Lager. Das sind Eisenplatten. Produzieren wir schon Eisenplatten? Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch eine gute Einnahmequelle. Wir können unsere Strecke ja nochmal... Wir bauen hier nur aus. Guck mal, wir können hier noch einen Anschluss bauen. Wir tun doch eh hier Eisen einziehen, ne? Ne, es geht hier raus am Ende. Dann können wir doch rein theoretisch hier noch eine Plattenfabrik anbauen, oder? Machen wir hier oben eine Plattenfabrik hin und dann hat sich das doch, oder? Weil dafür brauchen wir ja nicht wirklich viel. Und das ist schnell verdientes Geld. Wenn wir viel so Produktionsstätten hinbauen. So. Wir heben hier den Rand aus. Oh, das ist eins höher, okay. Dann tun wir das noch hier schnell anpassen. So. Reißen ein Stück Straße ab. Begradigen das Ganze. Dann bauen wir ein Terminal dahin. Oh, Güterterminal 2. Okay. Können wir gleich das Güterterminal 2 im Grunde ausprobieren. Warum habe ich jetzt gebimmelt? Okay, wegen irgendeiner App. Hier ist ein Güterterminal Nummer 2. Was ist der Unterschied zum einen? Reichweite 100 Meter, Reichweite 75 Meter. Der ist auch größer, oder? Also zum Beispiel... warte mal. Ist denn der... Die Station Güterbahnhof Nummer 2, wenn ich die zum Beispiel weiter... Was gibt es da noch für etwas? Reichweite 130 Meter. Wenn ich die jetzt zum Beispiel auf volle Größe ausbauen würde. Ich habe 4 Gleise zum Beispiel. Dann würde die alles abdecken. Holy shit. Das wäre natürlich mega geil. Ich glaube, wir fangen an, die Bahnhöfe auszubauen. Auch wenn es mich 8 Millionen kosten wird, allein den Bahnhof hier aus... 800.000 aus... Kostet allein den Bahnhof hier auszutauschen. Aber es ist vielleicht keine schlechte Idee. So, aber jetzt erstmal zurück zum Geschäftlichen. Wir brauchen eine Verarbeitungsstation. Und zwar brauchen wir dafür gleich eine Presse. Dann müsste echt dann zu Eisenplatten werden, genau. Wir brauchen Eisenplatten. Bedeutet, wir stellen... Hier geht's rein, da geht's raus, würde ich sagen. Wir machen erstmal viermal Pressen, das sollte reichen. Eisenplatten. Eisenplatten. So. Dann natürlich die Bänder so anpassen, dass die alle in die richtige Richtung laufen. Genau. Perfekt. So, und dann brauchen wir noch natürlich eine Lagerstation. Kommt natürlich ein großes Lager hin, weil why not? Und dann brauchen wir einmal die Verbinderstation. Machen wir das so. So, und dann zack raus.
Und dann noch das eine umdrehen. Ach, vielleicht sollte ich das Pferdeband auch umdrehen, ne? Schon läuft's durch wieder. Ab in die Pressen. Alter, die Pressen gehen immer richtig ab. Holy shit. Ich dachte, die Pressen sind langsamer, ehrlich gesagt. Aber das macht's umso besser, weil dann können wir... Hoffentlich muss ich nicht extra investieren in die Plattenfabrik. Muss ich? Nee, verstehe nicht, okay. Hast du hier irgendwo eine Güterstation in der Nähe, die dich anspricht? Wie wär's mit der hier? Pirchtenstadt 2. Brauchen wir eine Sekunde, wo du nicht benutzt wirst. Jetzt geht doch mal alle aus dem Weg, ja. Ich mag einmal kurz Pirchtenstadt 2 gegen neu austauschen. Gegen eine neue Station. Das wird die erste Hightech-Güterstation hier. Pirchtenstadt 2, perfekt, immer noch. Und dann machen wir eine neue Route mit neuen LKWs. So, kaufen. Wo haben wir denn für Platten? Du bist für Platten geeignet. Du bist ein Eisenplatten-Typi. Halt hinzufügen. Hier laden. Hier vorne entladen. Speichernplatz, Eisenplatten passt. Das passt gut. Genau. Und jetzt hätte ich gerne dupliziert. Dann fahren wir 11 Platten am Anfang mal. Das sollte hoffentlich reichen. 22 Platten. 11 Platten pro LKW. Und durch das neue, die neue Station sollte hoffentlich auch genug passieren. So, jetzt hast du die ersten wieder auf Lager. Schauen wir mal, ob das reicht oder ob er da mehr will. Wir können halt gleich auch so hoffentlich die Standzeiten verkürzen. Jetzt kommen die ersten LKWs wieder, zack. Jetzt müssen natürlich die ganzen LKWs auch hier im passenden Rhythmus finden. Der ist zum Beispiel schon so, dass er sagt, ich glaube, der kriegt zu wenig, oder? Das Lager ist zu leer. Betonherstellung wurde erfolgt. Oh, wir haben die Betonherstellung. Oh, fuck mal, warte mal. Das Förderband ist voll. Wir müssen das Förderband bitte wieder umdrehen. Und jetzt hat... Was können wir denn erforschen? Neue Forschung starten. Holzverarbeitung, dafür brauchen wir aber auch Glas. Glas habe ich noch nicht. Schaltkreise. Insolvenz, Vermieten von was denn? Ah, von den Eisenplatten. Okay, passt. Vollkommen verwirrt schon. So, hier brauchen wir... Stahl. Damit wir was machen können? Fachwerkbrücke. Dieselmotor, das wäre doch interessant. Dafür brauchen wir Eisenbarren und Kupferkabel. Kupferkabel! Oh, aber das sind natürlich... Oh, die Fahrzeuge, die es dann gibt. Und dann gibt es auch die ersten Elektromotoren. Also rein technisch wäre schon geil. Waggons. Kostet Eisenbarren. Neue Forschung wäre eigentlich Waggons. Ich brauche so einen kleinen Allrounder jetzt bitte. Wir nehmen hier so eine schöne Diesellok, würde ich sagen, mit 85 km/h. Einfach weil schick ausschaut, das Teil. Und der soll mir jetzt bitte Eisen liefern. Wo ist denn hier der passende Wagen dafür? Hier, das ist gleich der Eisenwagen, ne? Aber ist das nicht der alte? Haben wir da nicht für schon lange einen neuen? Ne, haben wir nicht. Das sind noch die. Leider. Wenn er mir die passende Anzahl an Eisen liefert, wäre das natürlich mal genial. Ah, sollte reichen. Machen wir 25 pro Lieferung. Das sollte gleich gut gehen. Das sollte gut gehen. Kaufen. Was wir jetzt nur noch irgendwie hinkriegen müssen, ist, dass wir das blöde
Band hier entladen können. Aber da habe ich mal eine Idee. Das kostet mich zwar wieder Schweinegeld, aber egal. Ich mache hier so einen Förderbandkreis. Und lasse alles, was da reingehört, hier reinlaufen. Und hoffe, dass ich da einfach das Ganze reinkriege. Das ist doof. Zack, entfernen, entfernen. Gut, okay. Und jetzt hat... Habe ich hier nicht irgendwo schon eins für Eisen? Hier ist eins für Eisen, ne? Gut, dann... Bauen wir da jetzt hinten schnell an. Wo ist denn jetzt hier? Hier eins dran. Da bauen wir jetzt eine Brücke. Bis zum Anschluss. Drehen das um. Und dir geben wir jetzt schnell die individuelle Route von hier laden nach hier entladen vor. Okay, das Geräusch ist ein bisschen eklig noch, aber okay. So ein kleiner Transportzug. Warte. Ich habe die einmalige Chance. Oh mein Gott. Taschen den Bahnhof jetzt aus. Der bringt zwar nicht viel zurück, aber ich will diesen neuen Bahnhof jetzt haben. Stationen. 250 Meter, 4 Gleise. Bam! Vor allem ist die schneller. Glaube ich. Also es scheint auf jeden Fall eine schnellere Station zu sein. Man sieht, wie schnell die sich befüllen lassen. Könnte Stoßzeiten vermeiden. So, das erste Eisen ist da. Schauen wir mal, Labor 1 sollte damit ja zufrieden sein. 7 pro Ladung, ansonsten verändern wir den Zug noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt eh ein Minusgeschäft, aber der Rest... Na, schauen wir mal, wer schneller ist. Ist der Zug schneller oder... Weil aktuell liefern wir Steine umsonst. Den Zug könnten wir eigentlich mal währenddessen auf Lager legen, ne? Gehen wir kurz ins Depot. Dankeschön. Ich glaube, der ist zu langsam. Gehen wir mal kurz ins Depot, bitte. Ich würde dich gerne bearbeiten. Ein paar mehr Waggons noch. Alle auf Eisen ausgelegt. Das wieder raus. Up in the way, kleiner Freund. Hui. Also du siehst, wie leer jetzt die ganze Zeit der Bahnhof hier ist. Was ja nicht unbedingt immer der Regelfall war. Und vor allem, weil es einer unserer, ich würde mal sagen, meistgenutzten Bahnhöfe mittlerweile auch ist. Immerhin werden wir auch große Holzlieferungen und alles angebracht. Apropos, wie schaut es mit Holz aus? Sind wir da eigentlich gut auf einem Mast oder brauchen wir was Besseres an Maschinerie? Ich lege nicht gerade noch ein Ding da. Können wir jetzt eigentlich... Obwohl, lasst uns damit warten, die auszutauschen, bis wir die neuen Waggons haben, weil dann lohnt es sich auch richtig. Ich glaube, aktuell ist ein Lagerkapazitätsproblem eher sogar. Dass wir mehr Kapazität bräuchten an Lagerplatz.
Wie schaut's mit der... Die sind nicht zufrieden, kann das sein? Die brauchen mehr? Okay, müssen wir auch erweitern, eindeutig. Also wenn die sagen, sie brauchen mehr, dann brauchen sie mehr. Ich glaube, die Produktion geht auch gut hinterher. Wie schaut's mit dem... Oh, 30.000 Holz nur noch. Bedeutet, in Zukunft müssen wir Holz hierhin liefern. Oha. Das ist natürlich nicht so eine coole Sache, wenn wir hier Holz hinliefern müssen. Wir können natürlich dasselbe Struktur nochmal aufbauen, aber ist ja auch wieder Schweineaufwand rein theoretisch. Oder wir setzen halt dann wirklich das in unseren neuen Riesenbahnhof. Das wäre, glaube ich, eher der Schlauere. Haben wir hier irgendwo Holzanlieferung? Hier schon, hier. Und dann haben wir hier Holz, Ding und Möbel. Dann können wir bald damit der Produktion beginnen eigentlich. Holz werden wir eh wahrscheinlich ein zweites Lager auch aufbauen müssen. Alter, die Stadt hat sich aber entwickelt. Die zieht sich bis dahinter jetzt. Ah, die ist immer noch die größte bis jetzt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.